ich stehe scheiße auf der Pedale. Hallo Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und so wie versprochen, nach dem Umzug gibt es endlich wieder Konten. Und was soll ich euch sagen? 6 Wochen packen, entrümpeln, vorbereiten, planen. Das Biken hat gefehlt, definitiv. Wir sind jedenfalls heiß wie Frittenfett und das hoffen wir heute ausleben zu können. Und Leute, was soll ich euch sagen? Eine Erkenntnis hat sich heute leider bewahrheitet. Durch den ganzen Umzuggeraffel und die Filmsequenzen, die wir gedreht haben, mit mehrmals auf und ab, hat die Kondition in den letzten Wochen ganz schön gelitten. Sprich, alles, was dann irgendwann berghoch ging, gar gefühlt nur noch im Schneckentempo, aber den Spaß konnte es uns trotzdem nicht nehmen. Den Trail, den ihr gerade seht, den nennen wir nur noch Bobbahn. Der ist eine Mischung zwischen Flow Trail, in der Mitte ein bisschen tretlastig mit offenliegenden Wurzeln und gegen Ende, daher kommt auch der Name, ziemlich eine ruppige Abfahrt, auch wenn sie auf den ersten Blick nicht so wirkt. Was ich an dem Track so liebe, ist, der ist abwechslungsreich. So wie eingangs erwähnt, ruppig, flohig, offene Wurzeln, Tretpassage, Abfahrten und der ist für Berliner Verhältnisse schön, schön lang. Gerade deswegen macht er auch so unheimlich viel Spaß und eigentlich kann man den mehrmals fahren. Den Rest des Trails lasse ich euch jetzt aber mit den Bildern mal alleine, damit ihr auch ein bisschen genießen könnt. Zu guter Letzt fahren wir nochmal den Golfplatz-Trail. Ansonsten hoffe ich, dass die kleine Runde euch Spaß gemacht hat. Wenn ja, lasst ein Like da. Und am besten gleich noch ein Abo, damit ihr beim nächsten Video informiert werdet und auch ja keins verpasst. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Zeit draußen, schönes Wetter, viel Spaß beim Biken und wir sehen uns demnächst wieder auf dem Trail, wenn es heißt, ride fast, ride wild and live free. Foto gemacht? Nee, nee. Jetzt nimmt er auf, mein Freund.
Mach mal den Wackeldackel. Da kommen mir glatt die Nüsse wieder hoch. Jetzt sieht alle Welt deinen geilen Knackarsch. Dieser Weg wird kein leichter sein. Nee, wirklich auch nicht.